Stellen Sie sich ein Gemälde von Bruegel vor. Nun animieren Sie es. Die langen Finger der Urgroßmutter stehen wie kalte Schiefer vom Tisch ab, um den wir alle sitzen. Die Arbeiterhände des Urgroßvaters sind übersät mit Altersflecken und hervortretenden Adern. Sie ragen aus seiner braunen Wollweste heraus wie ein Schildkrötenkopf aus seinem Panzer, nackt und zur Furcht. Die Hände der beiden berühren sich nicht. Sie greifen nicht nach oben oder nacheinander, denn es sind die Hände, die aus dem Bauernstand kommen. In meiner Familie hat man sich immer mit Prankenhieben und Galgenhumor über Wasser gehalten. Und dadurch, dass ich die Jüngste war, war das bei mir nicht in dieser Weise möglich. Ich war zu schwach für Prankenhiebe, aber mein Prankenhieb war irgendwann die Sprache. Die Genetik einer Gesindeschicht mischt sich nicht leicht mit dem Adel. Ihre Hände ackern, jäten und säen. Sie sind Sicheln fürs Getreide und Sensen fürs Gras. Mein Prankenhieb war die Sprache. Das war meine geheime Kalaschnikow. Und ich habe irgendwann mich zwar nicht mit 8 mm, aber mit Schriftgröße 12 zu wehren begonnen. Dort, wo nur mehr Trümmerhaufen existieren, wie bei unserem Abrissbauernhof damals, dort, wo Sprache fragmentarisch wird, aufgrund von erlebten Traumata, dort werde ich versuchen, mich anzusiedeln wie ein Pilz, der nicht aufhört, sich auszubreiten. Das Erste, was ich mir von dem Geld, das ich vom Land Salzburg bekommen habe, gekauft oder gegönnt habe, war ein Sekretär. Dem Rest des Geldes möchte ich gerne Zeit kaufen, um publizieren zu können. Das erste Buch ist heuer im Juni erschienen, Herz 52 beim Aruwel Verlag. Jetzt möchte ich so schnell wie möglich die Infantennovelle, entweder als Novelle oder dann als ausgebauten Roman herausgeben.